Stell dir vor, du würdest in einem Restaurant Kugelfisch bestellen. Wenn der Koch einen Fehler macht, wirst du eine Vergiftung erleiden und könntest unter Umständen sogar sterben. Wie sich sowas anfühlt, verrate ich dir in diesem Video. Außerdem verrate ich dir noch etwas, das du unbedingt wissen solltest, auch wenn du niemals Kugelfisch essen würdest. Wenn du in Japan Urlaub machst, würdest du wahrscheinlich früher oder später mit einer kulinarischen Besonderheit Bekanntschaft machen, dem Fugu, das rohe Fleisch des Kugelfisches. Kugelfische beinhalten Tetrodotoxin, ein hochwirksames Nervengift, das deinen Körper lähmt. Das Gift befindet sich hauptsächlich in den Innereien, aber auch in der Haut des Kugelfisches. Damit der Fisch trotzdem gegessen werden kann, müssen diese Körperteile von einem speziell ausgebildeten Koch sorgfältig entfernt werden. Wenn dieser Koch pfuscht, dann können Leute sterben. Wenn du Kugelfisch essen würdest, wäre das für dich kein besonderes Geschmackserlebnis, denn Kugelfischfleisch schmeckt eigentlich völlig unscheinbar. Aber du könntest die Wirkung von Tetrodotoxin am eigenen Leib spüren. Auch die essbaren Teile des Fisches beinhalten Tetrodotoxin, allerdings in einer sehr geringen, aber deutlich spürbaren Konzentration. Das Tetrodotoxin verhindert im Prinzip, dass deine Nervenzellen Signale weiterleiten können. Bereits wenige Minuten nachdem du das erste Stück Kugelfisch gegessen hast, verspürst du ein leichtes Kribbeln auf der Zunge. Dieses Kribbeln breitet sich dann auf deinen ganzen Mundbereich aus. Es vergeht noch ein bisschen Zeit und plötzlich fühlt sich deine Zunge und dein Mund ein bisschen taub an, ähnlich als ob alles betäubt wäre. Bis jetzt würdest du alle Symptome einer leichten tetrodotoxischen Vergiftung verspüren. Was aber nicht weiter schlimm ist. Schlimm wird es erst, wenn der Koch einen Fehler gemacht hat. In diesem Fall würdest du eine potenziell gefährliche Menge an Tetrodotoxin mit deiner Nahrung aufnehmen. Am Anfang ist alles gleich. Du verspürst dieses leichte Kribbeln auf der Zunge und dann auf dem Mund. Aber es bleibt nicht dabei. Dieses Kribbeln breitet sich aus auf dein Gesicht. Dann wandert es in deine Hände bis in deine Fingerspitzen. Außerdem kann es in deine Beine und auch in deine Füße wandern. Es vergeht noch ein bisschen Zeit und plötzlich fühlt sich alles taub an. Ähnlich wie wenn zum Beispiel dein Fuß einschlafen würde. Du fühlst dich schwach und verlierst mit der Zeit die Kontrolle über deine Muskulatur. Obwohl du dich bewegen willst, kannst du es nicht. Die Lähmungen werden immer stärker und stärker. Außerdem kann es sein, dass dir übel wird und dass dein Blutdruck gefährlich schnell sinkt. Mittlerweile wären die Lähmungen so weit vorangeschritten, dass du dich nicht mal mehr richtig ausdrücken kannst. Reden ist nicht mehr ohne weiteres möglich. Selbst Schlucken und das Atmen fällt dir zunehmend schwerer. Mit der Zeit würde dein Zwerchfell gelähmt werden und du könntest überhaupt nicht mehr atmen. Wenn du jetzt nicht künstlich beatmet wirst, würdest du langsam ersticken. Während einer tetrodotoxischen Vergiftung bist du übrigens die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein. Du bekommst alles mit, aber du kannst trotzdem nichts machen, weil du gelähmt bist. Damit dich die Ärzte retten können, wird eine Magenspülung vorgenommen und du wirst so lange künstlich beatmet, bis die Wirkung von Tetrodotoxin nachlässt. Wenn alles ohne Komplikationen verläuft, dann ist alles nochmal gut gegangen und du hast die Vergiftung überstanden. Übrigens, und diese Information könnte sehr, sehr wichtig sein, unter bestimmten Umständen können auch ganz normale, harmlose Meeresfrüchte, die jeder von uns schon mal gegessen hat, sehr, sehr giftig werden. Du könntest rein geschmacklich nicht zwischen den giftigen Meeresfrüchten und den ungiftigen Meeresfrüchten unterscheiden. Wenn du Pech hast und gerade solche Meeresfrüchte auf deinem Teller landen, könntest du sogar sterben. Wenn du mehr dazu wissen willst, zum Beispiel wie man so etwas früh genug erkennen und dann trotzdem überleben kann, schau dir gerne dieses Video hier an. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!